Rennen, das hoffentlich sehr unterhaltsam werden wird, warten, möchte ich dich mal kurz fragen, Stefan, was du in Sachen Strategie erwartest. Viel Reifenmanagement oder mehr Benzinmanagement? Naja, erwarten wir das nicht immer. Wenn ich ehrlich bin, werden diese Dinge heute die gleiche Rolle wie sonst spielen. Ich erwarte jedoch, dass die Fahrer früh für einen Undercut auf frische Reifen in die Boxengasse gehen. Wenn man vor dem Vordermann rein kann, einen guten Stopp hat und schnell rausfährt, können so vielleicht 1 bis 2 Sekunden gewonnen werden. Sollte jemand hinter einem anderen Auto feststecken, dann wäre das genau die richtige Strategie. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Ricciardo, Kimi Räikkönen und Verstappen. Sainz Junior, Massa, Hülkenberg und Sergio Perez. Stroll, Kvyat, Romain Grosjean und Ocon. Alonso, Magnussen, Jolyon Palmer und Stoffel van Dorn. Wehrlein und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Stopp auf Regenreifenwechsel möchtest.
bleiben aber besser noch draußen. Wenn wir jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir viel zu langsam sein. Das Boxenstoppfenster ist offen. Gefahren. Max ist jetzt an der Box. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist.
zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Thank you.
ersten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Zu Paris. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Bist du klar in diesem Wetter? Wir behalten im Auge, wie viel Wasser auf der Strecke steht. Wir glauben, dass die Intermediates derzeit noch am besten geeignet sind. Verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. We'll be right back.
seinem Hintermann beträgt 2,6 Sekunden. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich, eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Wahrscheinlich Daniel Kvyat. Der junge Russe muss großen Erwartungen gerecht werden und genau das hat er heute getan. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.